Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Ankündigungsvideo, meine lieben Freunde. Und als ich das sage, sehe ich, dass meine Notizen verschwunden sind. So, da sind sie wieder. Ganz wichtiges Ankündigungsvideo. Ich habe heute 5 Themen für euch mitgebracht. Und eins davon wird der 24-Stunden-Stream sein. Aber weil der 24-Stunden-Stream das größte Thema sein wird, machen wir das zum Schluss und handeln ganz kurz jetzt am Anfang die anderen Themen ab. Die sind zwar kurz, aber auch erfreulich, und zwar für mich und für euch. Von daher fangen wir gleich an. Und zwar, es ist wieder die Weihnachtszeit, meine lieben Freunde. Und wie jedes Jahr um die Weihnachtszeit werde ich wieder ein Q&A, also ein Frage- und Antwort-Video für euch machen. Das heißt, ihr könnt wie jedes Jahr unter dieses Video jetzt eure Fragen stellen zu mir, zu meinem Beruf, zu meinem Privatleben, zu YouTube, zum Streamen, völlig egal was. Und ich werde so viel wie möglich davon beantworten, wenn es natürlich in einem Rahmen ist, der mich nicht aus meiner Komfortzone rausholt. Also ich werde euch nicht alle privaten Dinge verraten. Ihr könnt sie fragen, aber es wird dann doch nicht vielleicht alles beantwortet. Aber ja, ihr wisst ja, wie das läuft. Das ist inzwischen das 6. Jahr, wo wir das machen. Von daher wisst ihr, denke ich, inzwischen, wie der Hase läuft. Alle anderen Q&A-Videos der Vergangenheit findet ihr auf meiner Website im FAQ-Bereich, also im Frequently Asked Questions. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort auch mal durchgucken, weil Fragen, die jetzt schon zu oft kamen in der Vergangenheit, werden wir natürlich auch nicht mehr beantworten. Und das Video wird dann, ich vermute mal, im neuen Jahr kommen. Entweder an Silvester selber oder am 1.1. oder am 2.1. oder irgendwie sowas. Dazu natürlich auch, ich mache Videopause über die Feiertage, also das ist jetzt erstmal das letzte Video für dieses Jahr und weiter geht's dann im neuen Jahr. Ich weiß noch nicht, ob es direkt am 1.1. weitergeht, weil wir auf der Arbeit einen Umzug haben. Wir ziehen mit der ganzen Arbeit um in ein anderes Gebäude und es wird ziemlich viel Stress eine ganze Woche lang und ich weiß noch nicht, wie ich da zum Aufnehmen komme. Das muss ich dann schauen, aber das werden wir alles sehen. Jedenfalls Q&A-Video, Fragen bitte hier in die Kommentare. Und Videopause. So, dann eine ganz kleine Kleinigkeit. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ab und zu in der letzten Woche bei manchen Videos das Bild gehangen hat. Dass es einfach ganz kurz ein Standbild gab und so. Das Problem ist mir bewusst. Ich habe inzwischen auch was geändert. Ich weiß nur noch nicht, ob diese Änderungen auch Wirkung gezeigt haben. Das müssen wir dann sehen, quasi im neuen Jahr, wenn ich wieder Videos mache. Ich weiß nicht, wo das Problem auf einmal herkam. Ich hatte es nie, ich habe nichts umgestellt an meinen Einstellungen. Plötzlich war es da, keine Ahnung wieso. Ich hoffe, ich krieg's wieder weg, aber bis jetzt sieht's ganz gut aus, auch bei dem Video hier, glaube ich. Ich habe noch keine Fehlermeldung bekommen. Jedenfalls Entschuldigung dafür und Entschuldigung auch, dass ich in der letzten 1-2 Wochen vielleicht nicht auf alle Kommentare geantwortet habe. Die Benachrichtigungsfunktion von YouTube wurde umgestellt und ich habe oft gar keine Benachrichtigung bekommen, wenn ich überhaupt ein neues Kommi hatte bei irgendeinem alten Video oder so. Von daher sorry dafür, ich glaube es funktioniert wieder, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich gehe jetzt immer manuell durch und gucke die neueren Videos an, wer nochmal was geschrieben hat oder so. Weil es mir ja wichtig ist, ne? Das war eines der Ziele von Moonboons World 2.0. Und das will ich auch weiterhin machen. Wenn ihr was schreibt und euch die Zeit nehmt, dann lese ich es auf jeden Fall und nehme mir die Zeit dafür. Und wenn es ein gutes Kommi ist, dann beantworte ich es auch gerne. Okay, dann eine weitere erfreuliche Nachricht. Und zwar haltet euch fest, meine lieben Freunde, haltet euch fest. Am 6.6.2017 bekomme ich definitiv schnelleres Internet. Woo! Fuck yeah! Und zwar hat der Sturmköter, der arbeitet bei der Telekom, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die LTE-Hybrid-Tarife, also wo man so einen Router bekommt, wo noch eine SIM-Karte drinsteckt, wo man dann noch über LTE surfen kann, dass die jetzt keine Datenbegrenzung mehr haben. Und das ist für mich sehr praktisch, denn genau da draußen auf dem Berg steht ein LTE-Masten. Und zum 6.6. läuft mein Vertrag bei 1&1 aus und dann bekomme ich von der Telekom den neuen Vertrag und habe dann bis zu 50 Mbit down und, das Wichtige, 10 Mbit up. Das heißt, wir können endlich livestreamen, Leute, in richtig geiler Qualität. Endlich ist es soweit, nach so vielen Jahren, oder? Was sagt ihr dazu? Ich sag dazu, geil! Okay, dann kommen wir zum zweitgrößten Punkt auf meiner Liste und zwar habe ich richtig viel Kohle in die Hand genommen
und habe eine coole Designerin ausfindig gemacht. Und sie hat mir ein neues T-Shirt-Design erstellt, meine lieben Freunde. Natürlich nicht nur T-Shirt, ich pack's auch wieder auf Tassen und Caps und alles andere. Ich weiß ja nicht, ob das irgendjemand mal kaufen will, aber solange es im Angebot ist, hat jeder wenigstens die Möglichkeit, es zu kaufen, wenn er es will. Es ist ein sehr, sehr cooles T-Shirt-Design und ich kann es nicht erwarten, euch zu zeigen. Deshalb werde ich hier eine kleine Vorschau einblenden. Aber nur so was Dunkles, Verschwommenes. Und die Enthüllung des neuen Designs findet dann im 24-Stunden-Stream statt. So, also, da sind wir beim Thema. Der 24-Stunden-Stream startet am 29.12. um 12 Uhr. Nicht um 12 Uhr. Am 29.12. um 10 Uhr. Und endet logischerweise am 30.12. um 10 Uhr. Der Stream findet statt, dieses Mal mit Obsessi Games. In Kooperation. Das heißt, wir beide begleiten euch durch die ganzen 24 Stunden. Ich habe auch wieder einen Sendeplan, den werde ich euch hier kurz einblenden, aber ich mache natürlich auch wieder wie immer einen Link in die Videobeschreibung zum Sendeplan, dann könnt ihr selber schauen. Es gilt natürlich, es ist der vorläufige, es können immer noch Änderungen eintreten bis zum 29. Von daher nehmt es nicht so, wie es da steht, aber er ist im Großen und Ganzen, würde ich sagen, fertig. Das heißt, ihr könnt euch da schon so ein bisschen entlanghangeln. Wenn ihr euch das Ganze so anschaut, dann seht ihr, dass es ein bisschen anders aussieht als die letzten Male. Und zwar ist es so, ich habe ja bei meinem YouTube-Kanal die Änderung gemacht, dass wir nicht mehr so strukturiert vorgehen, sondern eher das machen, auf was wir Spaß haben. Und ich fand, dass diese Strukturierung, die ich bisher hatte beim 24-Stunden-Stream, dass wir immer eine Stunde für ein Game hatten und dann das nächste Game gezockt haben, das hat zwar für Abwechslung gesorgt, aber manchmal wollte ich das eine Game länger zocken und dann ging es nicht, weil wir switchen mussten. Andererseits wollte ich das andere Game vielleicht gar nicht mehr zocken und wir mussten trotzdem dabei bleiben, weil ja erst in einer halben Stunde das nächste Game anfängt und so weiter. Deshalb haben wir den Sendeplan dieses Jahr flexibel gestaltet. Ihr seht am Anfang, ich glaube von 13 bis 19 Uhr war es oder bis 18 Uhr, seht ihr einen riesen Block World of Warcraft. Das habe ich jetzt einfach so hingeschrieben. Da kann alles passieren. Da können wir ein Viewer-Raid machen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Da können wir zusammen BGs gehen, Kräfte messen, BGs gehen und solche Späßchen. Dann kommt natürlich das Hauptevent später um 20 Uhr oder 20.30 Uhr um die Zeit. Ich habe den Plan gerade nicht vor mir. Ich mache es jetzt aus dem Kopf. Und das Hauptevent wird sein ein Transmog-Wettbewerb. Der Transmog-Wettbewerb wird wahrscheinlich für beide Fraktionen stattfinden. Da sind wir noch ein bisschen am Überlegen gerade. Wir können es natürlich machen für beide Fraktionen, aber die ganzen Geschenke oder die ganzen Giveaways, die ich an den Gewinner geben will, die habe ich natürlich alle auf Allianz. Deshalb weiß ich es nicht genau, wie wir das machen sollen. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Also ein Allianz-Contest wird 100%ig stattfinden. Ein Horde-Contest muss ich noch schauen, wie wir das hingebügelt bekommen. Aber Obsessi und ich arbeiten daran. Also Obsessi hat gesagt, vielleicht hat er auch noch was, ein bisschen was er für ein Giveaway machen kann oder so. Und wenn nicht, dann machen wir es vielleicht einfach zum Spaß an der Freude, ohne Giveaways. Je nachdem, ist ja auch mal lustig. Wir hatten noch nie einen Transmog-Wettbewerb bei Moonboons World. Ich freue mich richtig drauf. Richtig coole Sache. Mal was anderes auch wie das Gnomenrennen, was wir immer hatten oder solche Sachen. Von daher gefällt mir richtig gut. Dann seht ihr natürlich auch im Sendeplan die T-Shirt-Enthüllung, wo ich dann quasi das Design preisgebe und gleichzeitig auch die T-Shirts freigebe im Shop. Das heißt, wenn es euch gefällt, könnt ihr dann gleich einkaufen. Und, meine lieben Freunde, in der Nacht haben wir einen ganzen großen Block mit Random Games und da stehen Sachen dabei, was wir dann spielen können, aber nicht müssen. Das ist lediglich eine Orientierung. Das ist auch wieder eben, damit nicht zu viel Struktur drin ist, damit der Obsessi und ich eher chillen können und das spielen können, worauf wir Lust haben, worauf ihr Lust habt natürlich. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir das mal ausprobieren in diese Richtung. Weiterhin ist euch vielleicht aufgefallen, dass es keine Spendenziele mehr gibt, also nicht Spendenziele, sondern keine Dankeschöns für Spenden. Wir haben ja letztes Mal ganz groß aufgefahren und haben ganz viele Videos freigeschalten während dem Livestream, die wir schon im Vorfeld aufgenommen hatten bei YouTube, so lustige Challenges und sowas. Da bin ich jetzt nicht dazu gekommen, weil es eben Weihnachtszeit ist. Ich muss arbeiten, ich muss für jeden Geschenke kaufen, ich muss für andere Leute Geschenke kaufen, weil sie kein Amazon Prime haben und lauter solche Faxen. Und wir sind natürlich jetzt auch schon im Umzugsstress und packen alles auf der Arbeit und so weiter und so fort. Also es ist wirklich gerade sehr viel los und
Der Livestream wurde auch relativ spontan angesetzt, also so 4 Wochen im Voraus habe ich es gewusst. Und das ist nicht genug, um alles sich auszudenken. Man muss ja erstmal auf die Idee kommen mit dem Transportwettbewerb. Ich musste das mit dem T-Shirt unter Dach und Fach bringen und alles solche Sachen. Und das mit dem Internet regeln, mit dem Sturmköder. Von daher verzeiht mir, wenn wir dieses Mal keine Spenden-Dankeschöns haben werden. Es gilt natürlich weiterhin, ihr könnt Musik im Stream abspielen, wenn gespendet wird. Ihr könnt beim Spenden aussuchen, ob es an mich geht oder an eine gemeinnützige Organisation. Und wenn ich sage an mich, dann meine ich an mich und Obsessi, weil wir machen 50-50, nur damit hier Klarheit besteht. Und ich habe mir gedacht, die T-Shirts sind ja eigentlich ein ganz guter Ersatz für ein Spende-Dankeschön. Wenn ihr was haben wollt für euer Geld, dann könnt ihr genauso gut ein T-Shirt kaufen. Davon bekomme ich zwar nur irgendwie 3 Euro, aber ihr habt ein geiles Shirt. Und darum geht's ja eigentlich, weil das Shirt ist wirklich geil. Oh ja, es ist wirklich geil. Vor allem, nein, ich sag's nichts. Ich bin schon ganz heiß, merkt ihr es? Ich will es euch unbedingt zeigen. Aber ich muss mich jetzt zurückhalten. Schon ist die Überraschung versaut im 24-Stunden-Stream. Ja, so viel dazu. Ich weiß auch natürlich wieder, dass der 29.12. unter der Woche ist. Also das ist nicht am Wochenende. Es geht nicht am Wochenende, weil da halt Silvester ist. Einfach. Es geht nicht anders. Und ich habe in der gleichen Woche vorher wieder noch eine LAN-Party. Das heißt, ich werde komplett zerstört sein in diesem 24-Stunden-Stream. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und ich hoffe natürlich, dass die meisten von euch Urlaub oder Ferien haben. Und wenn ihr arbeiten müsst, vielleicht könnt ihr über die Twitch-App auch reinschauen oder so. Ich weiß nicht. Für die, die arbeiten müssen, tut es mir wirklich leid. Aber es ging halt einfach nicht anders. Wir werden den nächsten auf jeden Fall mal an einem Wochenende machen auch. Damit auch mal die Leute zuschauen können, die arbeiten müssen. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass es klappt. Von daher freue ich mich. Okay. Ich habe meine Liste abgearbeitet. Wir hatten Videohänger, wir haben Benachrichtigungssystem, wir haben Q&A-Video, Fragen in die Kommentare, wir haben neues Internet, wir haben T-Shirt-Design und wir haben einen 24-Stunden-Stream. Damit ist alles abgehakt, worüber ich reden wollte. Meine lieben Freunde, wir sehen uns im 24-Stunden-Stream und bis dahin wünsche ich euch ganz frohe Weihnachten, fröhliche Feiertage mit eurer Familie. Und lasst euch natürlich reich beschenken. Ich bedanke mich auch für eure Treue wieder dieses Jahr, dass ihr mir durch diese schwere Zeit geholfen habt, als Moonboons World stagniert hat und dass es jetzt wieder so geil bergauf geht. Ich freue mich wirklich und bin euch wirklich, wirklich dankbar, dass ihr hier seid. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Mooni und ich bin raus. Ciao, ciao.